So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 2 zu Die Sims 4 von 2014 von den Entwicklern Maxis und Publisher Electronic Arts. Hier sind wir im Startmenü, das dem ganzen Spiel rübergeflanscht wurde und vor Werbung strotzt, aber dazu vielleicht in Teil 3. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie das Spiel so grundsätzlich abläuft. Ich meine, es gibt halt viele, die das Spiel schon mal irgendwie in irgendeiner Form gesehen haben, aber in dieser Variante, die jetzt seit Oktober 2022 halt auch in der Basisversion kostenlos erhältlich ist, also zum Rumprobieren euch alle einlädt, habe ich halt im ersten Video etwas zur zeitgeschichtlichen Bedeutung gesagt, also wie in den letzten 22 Jahren seit dem ersten Teil eigentlich ein bestimmtes Geschichtsbild damit reproduziert wird und Menschen vorgelebt wird, wie ein glückliches Leben auszusehen hat, auch wenn es in den unterschiedlichen Teilen, 2000 ist der erste Teil erschienen, 2004 die Sims 2 und brachte da Neuerungen ein, wie zum Beispiel die Gene, also so eine Art vererbbare Eigenschaften, die die Sims an ihre Nachkommen weitergeben konnten. Ja, und man konnte Familien gründen und auch an die Nachkommen weitergeben. Es gab Babys, verschiedene Phasen von Leben bis zum Tod. Und ja, die Sims 3 hat das Ganze dann noch weiter aufgebohrt und noch mehr versucht zu perfektionieren. Das ist 2009 erschienen und 2014 erschien eben das jetzt hier, die Sims 4. Angekündigt ist mit die Sims 5 halt auch schon ein neuer Teil, der aber zum großen Argwohn der Community dann wahrscheinlich komplett als Multiplayer-Teil erscheinen soll. Da ist man bei Electronic Arts schon lange hinterher, dass es reine Online-Services geben soll, weil da kann man den Leuten viel besser irgendwie einen Krempel verticken. Aber tatsächlich ist die Technologie jetzt ja auch so weit, dass man das relativ stabil kann, nachdem noch vor 10 Jahren ständig Serververbindungen abrissen bei Ubisoft und so und deswegen halt dann ganze Spielepartien nicht möglich waren. Genauso hatte Origins, also der Service von Electronic Arts, ja auch solche Probleme. Das Spiel ist halt deswegen heute Thema aus einer technikkulturellen Perspektive. Also was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Wie prägt es unsere Spielekultur und was für Leute spielen das so? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, auch wenn es da ein paar, ja, Indizien gibt. Aber am besten könnten das natürlich die Publisher und die Entwickler selber beantworten. Aber die halten sich ja in der Games-Branche traditionell etwas zurück, damit ihr von ihren Geschäftsgeheimnissen etwas preiszugeben. Ja, mein Name ist Nico Nolden. Ich habe in der Public History gearbeitet, erst in Hamburg, dann in Hannover, ab 2019 bis 2022. Jetzt arbeite ich im Hamburger Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut. Da geht es um Fach- und Führungskräfte, die Fortbildung im Bereich die digitale Medienkompetenzen brauchen. Und da ist das hier auch ein sehr interessanter Titel, um sich das für die Arbeit mit Jugendlichen halt anzugucken. Ich bin Mitglied im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Der ist ja bekanntlich gegründet worden. Ich habe es in ein paar Videos erwähnt, um einen anderen Blick auf Geschichte in digitalen Spielen salonfähig zu machen, der halt so noch nicht so richtig sich rumgesprochen hat oder durchgesetzt hat und damit halt auch Werbung zu machen dafür, sich in Schule oder Akademie halt ein bisschen intensiver halt auch mit digitalen Spielen zu beschäftigen. Und ja, das hier ist halt ein Beispiel dafür für Zeitgeschichte und ja, die historischen Perspektiven, die ich halt immer benenne. Klar, in diesen Videos sind halt dieser gesellschaftliche Aufstiegsmythos, der hinter diesem Spiel steckt. Wie gesagt, erstes Video. Der zweite Punkt wäre diese technikkulturelle Entwicklung vom Standalone-Titel über eine DLC-Schwemme bis hin zu der heutigen Form und dann vielleicht später zum Multiplayer-Titel. Wobei sich ja aber auch die Inhalte mit verändert haben. Das heißt, sowas wie Smartphone irgendwie dann hinzukam. Und insofern, oder Elektroautos und sowas. Auch ein Geschirrspüler, wie wir in der letzten Folge dankenswerterweise gesehen haben, als uns der Strom ausging, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben, mussten wir dann ja wieder per Hand dran. Das kostet Zeit auf die Dauer und macht die Sims nicht so glücklich. Denn darum geht es halt eigentlich letztendlich in diesen Lebenssimulationen, dass man versucht, die Figur, die man sich da geschaffen hat, möglichst glücklich zu machen. Und da kann man sich ja verschiedenste Herausforderungen geben. Und das führt halt auch schon so ein bisschen zu den Spielerinnen und Spielern. Grundsätzlich merkt man dem Spiel so an, also die Grundfassung in den 2000er Jahren wurde halt
noch sehr viel häufiger auch in der Spielepresse diskutiert und besprochen. Es gab Sonderhefte und so dazu. In den 2010ern ist es zunehmend, die Reihe, sagen wir mal, ist ein bisschen verniedlicht worden und aufwendiger animiert und viel mehr auf Richtung Beziehung und Familie und sowas, weniger auf Aufstieg, sodass es halt tendenziell, würde ich sagen, schon spürbar ist, dass es auf eine weiblichere und auf eine jüngere Zielgruppe dann zugeschnitten wurde. Was natürlich nicht heißt, dass Leute wie ich nicht ihren Spaß dran haben, also alte weiße Männer, jetzt auf gut Deutsch gesagt, ihren Spaß dran haben können. Und das ist natürlich jetzt eine Tendenz, wo die Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch die Publisher sich darauf konzentrieren, in welche Richtung sich das bewegt. Und da ist es halt schon sehr merklich. Und das in Kombination mit dieser DLC-Politik, also ganz viele Pakete raushauen und die alle für sehr teure Preise zu verkaufen und die Preise so ein bisschen auch in dieser lustigen Plattform hier zu kaschieren, das wird das dritte Video dann näher behandeln, ist natürlich schon ein bisschen problematisch, wenn man sich das dann anguckt. Zumal halt auch dadurch, dass es einen eher mainstreamigeren, weiblicheren Touch bekommen hat, interessanterweise auch zunehmend weniger, ist ein bisschen blöde, aber seltener in der Videogamespresse behandelt wird auch dieses Phänomen. Das ist so ähnlich wie ein Landwirtschaftssimulator, müsst ihr verstehen. Da ist es halt auch so, dass das ein sehr erfolgreiches Spiel ist, sich multimillionenmal verkauft hat, aber eben als so eine Art Freizeitbeschäftigung für ältere Herren dann gilt. Und dabei steckt da so viel dahinter, auch Multiplayer-Aspekte, man kann Höfe zusammen verwalten und sowas. Aber es findet halt in der Games-Kultur in den Zeitschriften sehr viel weniger statt. Das heißt ja nicht, dass es kein wirtschaftlich relevantes Phänomen ist, sondern nur, dass es, und da vielleicht auch mal ein Wort an die Journalistinnen und Journalistinnen unter euch, dass es halt auch aus dem Radar der Kontrolle einer Games-Kultur halt dann verschwindet und Publisherinnen und Publisher relativ frei darin sind, sowas zu machen. Natürlich gibt es weiterhin viele Fanseiten im Internet und ein paar Phänomene, die ich gleich zeigen werde, aber es ist halt schon deutlich festzustellen, dass es halt irgendwie als ein Game sozusagen immer mehr verschwunden ist im Laufe der 2010er Jahre aus dem Fokus der Spielepresse und der Spielekultur immer mehr hin zu einer Art sozialen Netzwerk und der Beziehungspflege innerhalb dieser Netzwerke. Das ist vielleicht so das, was man ganz grob sagen kann. Aber es hat eine ganze Menge Dinge beeinflusst, die halt auch die allgemeine Kultur, also jenseits von digitalen Spielen, mit beeinflusst hat. Und das soll halt heute auch das Thema sein. Das heißt, es gab mit The Sims 2 fing das an, eine Möglichkeit, selber Filme herzustellen und damit eine Machinima, also Machine Animations, wenn man so will, eine Kurzfilme bis hin zu abendfüllenden langen Filmen, die gebaut wurden daraus. Und da habe ich mal ein bisschen was rausgesucht und vorbereitet. Hups, wenn ich das jetzt verlassen kann, jedenfalls. Dann können wir hier hin wechseln. Und zwar gab es eine ganze Menge Machinimas, die entstanden sind von Fans, die durchaus nicht alles nur, wie Golem hier schreibt, Soaps waren, sondern die durchaus ernst gemeinte Filme waren. Wir können jetzt mal hier eins auswählen, die dann mit den Mitteln der Spiele gedreht wurden, also auch mit Ton. Ich habe es jetzt nur ein bisschen leiser gemacht, so, weil es halt sonst wieder Copyright-Claims gibt. Aber Fans haben dann halt eben Geschichten aus diesen Sets von ihren Figuren und von dem, was das Spiel so ermöglicht, mit der Schnittfunktion selbst hergestellt und die Animation benutzt. Das Interessante ist ja, dass das auch alles ohne Sprache funktionieren musste in der Regel, es sei denn, es wurde nachvertont, weil diese Figuren, wie ihr im ersten Video gesehen habt, ja auch nur so eine Art Gibberish gesprochen haben, so eine Art, also man kann ihnen dem jetzt Emotionen ablesen aus dem, was sie sagen, aber man kann eben nicht den Wortlaut erkennen und manchmal gehen dann halt auch Sprechblasen auf und so. Das heißt, man hat die Möglichkeit bekommen, auf einmal mit Hilfe dieser Voreinstellungen und Szenen und Kamerawechsel eigene Videos zu machen. Und davon gab es eine ganze Menge. Es gab auch sehr aufwendige Sachen. Es gab es bis heute zu The Sims 4 halt, wie dieses Bella Goth, The Last Hope von Remy Marocelli oder Marocelli.
sehr aufwendig gemachte Geschichten, die halt von irgendwas handelten, das, kann das mal ein bisschen größer machen, das halt den Spielerinnen und Spielern auf der Seele brannte, was sie für ihre Figuren inszenieren wollten. Und da sind sehr, sehr aufwendige Dinge dann halt entstanden. Mit Hilfe der Kulissen, mit Hilfe der Kamerasets, mit Hilfe der Schnittmöglichkeiten wurden dann halt eben Aufzeichnungen erstellt, die halt kleine Filme sind, die halt in einer großen Kultur, einer Machinima-Kultur geteilt wurden. Was für mich halt auch sehr interessant ist, deswegen als Historiker, weil nicht alle davon, ich kann euch die hier verlinken, müssen wir jetzt nicht gemeinsam alle komplett angucken, in den Anmerkungen, weil es halt auch einer der ersten großen Verluste war, als nämlich die Seite machinima.com gekillt wurde und in einer Nacht- und Nebelaktion durch einen Verkauf plötzlich Millionen von Videos, die Community erstellt hatte, aus dem Netz verschwanden, weil sie halt einfach auf einmal nicht mehr in das Geschäftsmodell passten von denjenigen, die diese Seite kauften. Und das halt der zentrale Anlaufpunkt war. Das heißt, diese Kombination aus einer ökonomisch genutzten Internetlandschaft und Social-Media-Landschaft ist halt, kollidiert da halt auch mit so, nicht nur mit Faninteressen, sondern auch mit uns Historikerinnen und Historikern, die halt sowas sich angucken wollen. Viele, viele dieser Videos sind halt in dieser Nacht- und Nebelaktion halt auch unaufhaltsam wieder verschwunden. Es gibt halt auch von den Kolleginnen und Kollegen von Creative Gaming in Hamburg, die halt viel im Bereich ja, Kunst und Kultur machen und Bildung mit digitalen Spielen. Das Play Festival zum Beispiel in Hamburg. Gab es halt auch eine ganze Menge Arbeiten mit Machinima und ja, vieles davon ist halt einfach ja, verschwunden. Das ist tatsächlich so ein großer kreativer Bereich und natürlich ist das sowieso schon ein kreatives Spiel, wenn man halt anfängt, irgendwelche irgendwelche Gebäude zu bauen, ein Leben einzurichten, sich zu fragen, was möchte denn der Sim haben, was sind die Bedürfnisse, welche Personen passen zu ihm, mit welchen ist er glücklich. Und insofern, wenn man so will, ein multiples Tamagotchi-Universum mit sehr viel mehr Möglichkeiten, denn diese vererbbaren Eigenschaften, geistig sowie körperlich, die dann die Sims 2 einführte, wurden halt auch immer weiter ausgebaut und immer komplexer, sodass die halt interaktive Beziehungen oder Interaktionsmöglichkeiten zwischen Beziehungen halt herstellten. Und das andere ist halt, dass halt auch immer die Geräte und das, was man dort sieht, natürlich auch am Puls der Gesellschaft bleiben mussten, um glaubwürdig zu bleiben. Also die Smartphones zum Beispiel, die dann eingeführt wurden, und wir können dann mal wieder zurückwechseln ins Spiel. Na? Mag er jetzt nicht? Wir können ja noch mal reingucken in den Spielstand, den wir letztes Mal verlassen haben. Er hatte sich ja gegen Ende der Partie leider auch ein bisschen aufgehängt. Jetzt ist die Musik wieder laut. Manchmal verstehe ich nicht so ganz, warum das so ist. Aber was ich ja zeigen wollte, sind halt die Geräte, die nach einem bestimmten Stand dann halt auch dazugehören. Ne? Also zum Beispiel, was Elektronik angeht. Wir haben bestimmte Röhrenfernseher, die dann halt veralten, die halt, also so ein Mini-Kinderfernseher, auch eine Entwicklung, die halt relativ jung ist, dass es halt für Kinder eigene Fernseher nochmal wieder gibt, dass sie eigene Dinge können und dass man zum Beispiel, wenn man jetzt arm wäre und man hätte nur einen Fernseher und den hat man für seine Kinder von Pengo Vision gekauft, bringen sie einem nichts beim Lernen, wie zum Beispiel hier die Kiste, der Wegsehfernseher und Flachbildschirme, kommen dann halt auch später hinzu. Die HDTV wird halt neu erfunden und solche Dinge. Man kann hier ganze Stereoanlagen und sowas haben.
Es wurde in einem Teil dann auch später, ich glaube, es waren die Campusjahre 2005, also als Erweiterung für ja, 2005 Campusjahre, wurden dann eben auch Handys, Handhelds und MP3-Player eingeführt. Die waren dann so bedeutsam auf einmal für die Gesellschaft, dass es halt auch in die Sims dafür eine Entsprechung geben musste, weil es sonst halt unglaubwürdig wurde. Insofern ist es halt sehr interessant zu schauen, was für Repräsentanzen da gewählt werden, also welche Geräte sind repräsentiert und welche nicht. Also jetzt ist ja zum Beispiel hier kein, ich glaube, es gibt nachher ein Add-on, das das macht, aber kein Laborgeräte oder sowas da drin. Eine Spielmatte der Bewegungsmacher, was ist das denn hier? Eine Tanzmatte oder was? Eine Digikamera, ein Roboter-Set, mit dem man dann Experimente machen kann. Okay. Das ist ja eine ganze Menge drin. Das heißt, solche Dinge, die die Elektronik dann auch ermöglicht, sind halt dann später hinzugekommen und wurden eben dann Teil dieser technikkulturellen Interpretation von dem, was unsere Gesellschaft ausmacht. Also geht diese Reihe immer mit der Zeit und setzt halt neue Statements, was an einer Entwicklung einer Gesellschaft wichtig ist und was nicht, also was sie dann halt weglässt. Was uns halt auch dazu führt, dass es gewisse Spielertypen gibt und Spielerinnen-Typen, die halt sehr unterschiedliche Dinge machen mit dem Spiel. Und zwar, jetzt muss ich, jetzt komme ich hier wieder nicht rausgeskippt. Seht mal, Sekunde mal. Und zwar gibt es halt auch Leute, die halt ja, rumexperimentieren mit dem. Nicht so sehr, glaube ich, aus einer Bösartigkeit, weil sie ihre Sims umbringen wollen. Man sieht hier halt zum Beispiel jetzt, wo ein Pool gebaut wurde, wo die Leute nicht mehr rausklettern können und der Tod wartet schon hinter dem Zaun. Das ist durchaus was Übliches, was halt Leute ausprobieren, was dann halt mit den Sims passiert, die dann halt dort im Pool auch ertrinken. Achso, ich wollte gerade sagen, der Kreis, der Ladekreis ist da vom Video. Na, und dass dann halt dort die erste stirbt und dann halt eben, ja, die Sims verschiedene Geister hervorbringen oder dass die dann halt versterben. Und dass man, warte mal, kann man hier irgendwie noch was in Aktion sehen? Das macht die anderen natürlich auch unkomfortabel so, dass dann da einer gestorben ist und dass sie nicht rauskommen. Es war letztendlich so, dass bei den Pools dann immer die Leitern entfernt wurden, damit halt diese Sims da ihr Leben aushauchen. Und was ja auch ich hatte es im letzten Video erwähnt, was ja dann auch zur Produktion von Geistern geführt hat, die dann, so, dann sind die hier nachher alle tot. Macht der Tod auch noch was? Naja, und die Geister bekamen dann ja auch ein Eigenleben durch weitere Add-ons, sodass halt Leute dann eben gezielt Geister von bestimmten Charakteren hergestellt haben. Andere experimentieren damit herum, das wäre dann eher, also das, ich will jetzt auf die Spielertypen hinaus, dass es halt zum Beispiel, ich habe das Video jetzt nicht wiedergefunden, braucht der Sim eine gewisse Zeit morgens, wir haben es im letzten Video gesehen, wo die oh, warte, wir sind ja gar nicht im richtigen Video gewesen. Das ist ja ärgerlich. So, dann zeige ich euch das nochmal hier mit dem Video, mit dem Ertränken. Also er hat einen Pool gebaut und in diesem Pool gibt es halt keine Leitern, sodass die Leute da vor sich hin trampeln, Wasser treten und am Anfang noch ihren Spaß haben und dann später ja, zunehmend ertrinken, der Tod taucht dann auf und nimmt die Leute hops und es gibt dann halt Geister, die daraus entstehen, die dann entsprechend ja, wieder andere Erzählungen, die dann zum Beispiel Häuser heimsuchen können und andere Sims verfolgen können oder verängstigen können oder sowas. Das wurde auch durch einen Add-on hergestellt. Okay, das dazu. Was ich dazu noch sagen wollte eben war, es gibt halt auch
richtige Experimente damit, wie zum Beispiel die Sims sich morgens zur Arbeit bewegen. Leute ein Heckenlabyrinth um das Haus gebaut, sodass der Sim genau so lange braucht, um zur Arbeit zu kommen, dass die Mitfahrgelegenheit abfährt und er dadurch seine Arbeit verpasst, total unglücklich wird und dann halt den gesamten Rückweg wieder braucht. Ich glaube, es war sogar so, dass die sich dann quasi beschmutzen, weil sie halt auch nicht rechtzeitig zur Toilette zurückkommen, dadurch unglücklich werden. Und so versuchen die halt mit diesen Umgebungen Experimente zu erzeugen, die halt die Spielmechaniken ausreizen. In dem Fall hier war es so, dass jemand versucht hat, 100 Leute zusammen in einem kleinen, einer Kleinstwohnung wohnen zu lassen. Was halt eigentlich wie eine große Party aussieht, aber hier halt so gemeint ist, die Leute mussten halt alle in dieser Wohnung wohnen und abwechselnd halt auch dann das einzige Bett benutzen. Das macht sie natürlich nicht besonders glücklich, aber das ist ein Beispiel dafür, was diese Leute mit Experimenten halt ja, ausführen, ausüben oder durchführen können. So gibt es natürlich dann eben, wir können jetzt mal wieder zurückgehen. So gibt es dann halt Baumeister, so wie ich dann halt hier irgendwie halt versucht habe, mit dem Anfangskapital liebevoll diese Wohnung herzustellen und ja, dann dies hier mit Leben zu füllen, mit einem Charakter, mit bestimmten Farben, die mir gefallen, diese rumzudekorieren und Lichtstimmung zu erzeugen, das gibt's halt alles. Das sind halt dann auch Dekorateurinnen, die dann halt vielleicht auch Grund, es gibt halt Sets von Grundrissen, die man halt verwenden kann, die man halt einfach einbauen kann hier, wenn ihr das hier seht. Und dann nimmt man halt eben dieses eine Zimmer und packt es halt so, wie es ist, dahin. Und dann kann man eben da die Dekoration verändern, wenn man keine Lust hat zu bauen. Ich fand es halt ganz lustig, auch mal einen runden Teil des Hauses hier zu bauen, einen Halbrund zu bauen. Und wie ihr gesehen habt, fehlt ja noch das Äußere. Das habe ich ja zugegeben, dass ich da noch nicht sehr weit war. Aber die Möglichkeiten sind halt da sehr vielfältig und locken halt unterschiedliche Spielerinnen und Spieler an. Dann gibt es die Optimierer, das heißt Leute, die möglichst effizient versuchen, ihr Geld auszugeben und der Karriere aufzusteigen und den Charakter zu formen. Wir können den armen Kerl jetzt ja auch mal laufen lassen, glaube ich, oder? Können wir ja noch ein bisschen laufen lassen hier im Live-Modus. Ich fürchte, durch den Absturz am Ende des ersten Videos hat er das jetzt nicht übernommen, ne? Naja, so seht ihr noch ein bisschen was, was er dann halt so gerne macht. Naja, und die Optimierer würden halt dann versuchen, möglichst alles sehr effizient zu machen, die Wege kurz zu halten, den Kühlschrank an die effizienteste Stelle zu stellen, um halt die Zeit zu minimieren, möglichst wenig Zeit mit Waschen und sowas zu verbringen und dann vielleicht die Karriere voranzutreiben. Die Socializer würden versuchen, die Beziehung zu optimieren. Ich habe hier unten gezeigt, dass es halt verschiedene, es gibt auf der Arbeit romantische Beziehungen, es gibt Haushaltsbeziehungen. Also man könnte jetzt eine Familie haben oder Mitbewohner einziehen lassen oder man hat halt hier, oh, die sind sogar befreundet jetzt mittlerweile mit uns. Die hatten wir ja letztes Mal eingeladen. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass er halt auch dann auf Toilette geht rechtzeitig, ne? Wer hat sich nicht schon mal festgedaddelt da? Und natürlich gibt es auch Achiever, also Leute, die halt versuchen, gewisse Erfolge zu erreichen, um dann damit halt ihren Account zu schmücken, dass sie halt bestimmte Dinge in bestimmter Zeit erledigt haben. Und ja, einfache Erkunderinnen, so wie ich, kommen hier halt nicht ewig auf ihre Kosten, weil es halt schon ein sehr auf sozialen Beziehungen basierendes Spiel ist und ich ja eher dazu neige, jeden Winkel von etwas zu erkunden und dann ja auch irgendwann sich das ein bisschen totläuft, dass man immer dieselben Dinge macht, um halt die Beziehungen zu verbessern. Aber so richtet sich das Spiel halt an sehr unterschiedliche Leute. Deshalb vielleicht nochmal am Ende dieses Videos ein Blick auf die Möglichkeiten, einen Charakter zu gestalten. Denn das ist tatsächlich etwas, was sehr spannend ist. Ach, er schläft schon, der arme Kerl. Gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. Und schauen wir uns da mal die Interaktionsmöglichkeiten an, wenn wir so ein Sim neu erstellen.
One genie, Ihr Lorraine. könntet einen Persönlichkeitstest machen, was ihr denn gerne machen würdet. Das Spiel hat es da ein bisschen verbessert, dass man halt ja nicht völlig frei irgendwas kombinieren kann, sondern quasi durch ein Frage-Antwort-Spiel Möglichkeiten erhält. Wir könnten ja jetzt mal ein Senior erstellen. Das Internet hilft mir, Geld zu verdienen. Ist meine Plattform für Lama-Memes und Memes, nennen wir mal. Vipo. Ich habe ein unberührtes Sandwich gefunden, aber ich weiß nicht, wem es gehört. Ich esse es, ich lege es zur Seite, ich lasse es liegen. Machen wir es mal sauber. Ich Swim. erwarte Besuch. Wie bereite ich mich vor? Ich putze und repariere alles, ich koche jede Menge Essen. Das klingt doch gut. Oder ich stelle eine rockige. Lass uns mal einen Musiker, einen alternden Musiker machen. Oh, Was ist mir am women. wichtigsten? Mein Besitz, Bruh. meine Familie, mein Ruf? Weiß nicht. Nehmen wir mal meinen Ruf Ja, ausnahmsweise. oh, Was mache ich in meiner Freizeit Bruce. am liebsten? Ja, gemütlich ein Buch lesen, Videospiele spielen oder im Fitnesscenter trainieren. Wenn einem das jetzt alles nicht gefällt, kann man sich neue Fragen geben lassen, die halt den Charakter dann formen. Ihr seht, man füllt hier oben dann nach und nach diese Felder aus. Das große Hauptziel ist halt sozusagen das Hauptbedürfnis, was man so hat. Ja, ich bin der Mittelpunkt der Party. Das ist ja eher nicht. Ich provoziere gern Schlägereien, nehmen wir das doch mal. Ein alternder Ach, Musiker, der bist sich du gern still? prügelt. Der Kühlschrank ist kaputt, was mache ich? Ich kaufe einen neuen. Schwabi. Meine liebste Beschäftigung am Abend ist mit dem Teleskop in die Sterne schauen, Fernsehen oder meinen nächsten Schachzug planen. Ist auch eine komische Kombination. Zu Hause ist da, wo meine Sachen sind, wo ich mich sicher fühle, wo das Herz ist. Ich habe eine seltene Kreatur entdeckt. Ich muss sie einfangen. Ich mache ein Foto. Darf ich sie behalten? Oh, Haustiere. Oh. Ich habe eine tolle Idee für einen Scherz. Männer. Der Scherz geht auf Kosten eines anderen und nehme ich selbst auf die Schippe. Ich würde nie jemanden veräppeln. Es geht ja hier nicht darum, ob man selbst so ist, was man da antwortet, sondern es geht darum, einen Charakter zu formen, den man gern spielen möchte, der vielleicht auch voller Herausforderung ist. Deswegen lassen wir den Scherz mal auf Kosten von anderen Oh, gehen. Das wird Bärski mir ja. Güse. Mir persönlich ja eher gar nicht gefallen. Jemand bittet dich um ein Date. Was antwortest du? Lass uns ausgehen und Spaß haben. Frag jemand anderen. Ich lehne höflich ab. Oh, Was ist mir im Job more wichtig? holiday. Meine Großartigkeit unter Beweis zu stellen. Das passt doch eigentlich gut zu unserem alternden Musiker, oder? Just see me Ja, das rolling. ist doch schon mal nicht schlecht, das Outfit, oder? Ihr seht halt auch, dass man Frisuren und sowas kombinieren kann. Das ist ja tatsächlich eher eine weiblich gelesene Frisur, aber mit Vollbart und diesen, was ist das? Minecraft-Lama-Pulli? Sehr schön, gefällt mir gut. Ja, er ist ein Technikguru. Na, das hätte man ihm ja fast ansehen können. Also, wir können ihn ein bisschen drehen. Huch. Jetzt habe ich das weggemacht. Das war hier meine Geschichte. Ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni. Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit einem riesigen Gehirn ja wohl auch Yams, hinbekommen. yams, yams. Bonusfähigkeit programmieren. Fähigkeit We Unfug. know. Gerissene Spaßvögel freuen sich daran, anderen reinzulegen, veräppeln oder auf andere Weise in das Licht zu führen. Das Leben ist eine Party und diese Sims sind eben Partycrasher. Fähigkeit Charisma. Bei Gesprächen kann ein wenig Charisma von großem Nutzen sein. Freundschaften schließen, dein Liebesleben in Schwung bringen oder Fremde beruhigen. Du weißt, wie man es macht. Startbudget Standard. Sei bescheiden, solange du nicht mehr im Leben erreicht hast. Das ist doch gut. Wir sollten ihm einen Namen geben. Wie nennt man denn so einen alternden Musiker? Manfred? Silberbart. Oder Bad ist auch gut, ne? Silberbad. Silberbad. Manfred Silberbad. Der Name wirft Fragen auf. Wähle Vorlieben und Abneigungen. Konnten wir das jetzt noch nicht? Serienromantiker. Verführerisch. Ach, hey, was habe ich dann für einen schweren Nöter gebaut? Ein Spinner mit kindischen Neigungen. Und der Neigung zur Prügelei. Das ist ja toll. Das ist ja großartig.
Jetzt können wir noch an seine Bewegungen. Er ist ja ein Senior, aber noch an seinen Bewegungen schrauben. Aha. Federnder Gang ist vielleicht nicht mehr so. Ein gruseliger Gang. Manches davon ist sehr karikaturartig. Femininer Gang. Ist auch interessant, dass das als feminin gemarkt wird. Zu seiner Arroganz passt er der stolze Gang. Oder er hat einen selbstbewussten, beschminkten Gang. Hochnäsig ist vielleicht auch ein bisschen drüber. Na, nehmen wir mal den stolzen Gang, oder? Brüchige Stimme hat er. Okay. Na gut, das ist das Alter, ne? Könnten jetzt halt auch eine Frau nehmen in dem. Ach hey, was ist das für ein Outfit? Ne, nehmen wir mal lieber das. Silverbat. Ja, schönes Foto hier. Wo wohnen wir denn mal? In Oasis Springs, dann seht ihr nochmal eine andere Umgebung. Eigentlich hätte ich jetzt noch gern von Silverbat. Seinen Fähigkeiten bearbeitet. Seine Körperlichkeit. Man hätte ihn jetzt ja noch im Gesicht formen können und so. Das hätte ich schon gerne noch gezeigt. Das ist dumm. Aber vielleicht kann ich das ja gleich nochmal ändern. Wir wohnen in der Kiesgrube. Okay. Könnte sein Zuhause sein, ja. Da ist unser Zuhause. Eine Null im Programmieren. Eine Null im Programmieren. Das ist ja eine tolle Voraussetzung. So. Wo sind denn jetzt meine Sims geblieben? Ich dachte, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen formen. Das ist natürlich ungünstig. Ich suche das mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Sekunde. So, liebe Leute, da bin ich wieder und habe euch nochmal einen Charakter erstellt mit dem anderen Charakter. Den hatte ich jetzt schon ausgelesen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie man den weiter verändern kann. Wahrscheinlich muss man den in die Cloud speichern oder so. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das heißt, wir können hier auf alle Bereiche drauf tippen und je nachdem, wie ihr es gerne hättet, können wir das Gewicht verändern. Und Körperformen verändern. Von schlank bis zu einem gewissen Grad übergewichtig. Das hier ist eher die Kraft sozusagen. Man kann bestimmte Kleidungsformen dann halt auch wählen und sie farblich gestalten, wie es einem am besten gefällt. Man kann aber auch die Gesichtszüge verändern mit einer Form von Drag-and-Drop-System. Das heißt, wenn ihr das Kinn hier so rauszieht, huch, kriegt ihr nochmal angeboten, was ihr dann sozusagen, also Standards für ein Angebot bekommen habt. Ihr könnt halt verschiedene Segmente des Gesichts verändern. Ihr könnt ein fülligeres Gesicht dann daraus machen. Zum Beispiel, ihr könnt die Nase verändern, spitzer machen, breiter machen, den Mundbereich, die Mundpartie nach oben oder unten ziehen, größere Lippen, wulzigere Lippen machen.
auch den Wangenknochen rausholen, bis zu einem gewissen Grad, dann fängt es halt an, rot zu werden. Du kannst auch am Seitenprofil halt auch angucken. Man kann das hier halt auch vorholen, sozusagen. So dass dann halt eben auch ein spitzes Kinn entsteht oder ein gewisses fallendes. Es geht aber nur in gewissen Rahmen. Das ist halt schon interessant, auch wenn man sich so um Gender und Diversity und sowas vielleicht bemüht als Forscherin und Forscher oder halt auch mit Schülerinnen und Schülern das thematisieren will, wie sehen wir eigentlich aus und was ist davon sozusagen als wird als normal oder erträglich betrachtet oder so. Das ist halt schon sehr interessant, finde ich, an diesem Spiel, dass man da gewisse Grenzen des Machbaren setzt, wie in vielen Editoren. Natürlich hat es auch eine technische Begrenzung oft, aber hier in dem Fall scheint schon vieles auch eine Art ästhetische Begrenzung zu sein. Man kann jetzt hier halt andere Farben und andere Haarfarben, andere Formen und Haarfarben wählen. Man kann hier auch verschiedene sag mal schnell. Outfits, das war das Wort, was ich gesucht habe, wählen, um bestimmte. Wir sind noch bei den Haaren. Um bestimmte Voreinstellungen zu treffen über bestimmte Situationen, zum Beispiel heiß und baden, wäre dann halt das. Freizeitkleidung, sowas in der Art. Huch, jetzt hier gar keine Hose mehr an, warum? Und da ist man dann halt entsprechend ästhetisch sehr frei. Das erklärt auch, warum es so unfassbar viele Accessoires und Klamottensets gibt, die man verwenden kann, die man dazu kaufen muss in der Regel. Die dann halt auch wirklich manchmal irgendwie, weiß nicht, man fragt sich manchmal, welchen Geschmack das treffen soll. Man sollte ihr vielleicht auch mal wieder Kleid verpassen. Sowas irgendwie. Keine Ahnung. Und das kann man aber auch machen, indem man zum Beispiel hier genetisch vorgeht. Man könnte jetzt hier zwei Beispiele mischen und dann bekämen die Eigenschaften zusammengestellt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, von beiden Hauptfiguren, die man da so unten erstellt hat. Deswegen hatte ich ein paar andere erstellt und man kann halt auch das projizieren in die Zukunft. Man kann auch Eltern, also die Vorgängergeneration von einer Person erstellen. Chips, Cricky. Chips Quiggy. So, das heißt, man kann hier eine ganze Menge rumexperimentieren mit verschiedenen Personen, die man hat, mit verschiedenen Outfits. Vielleicht noch mal ein paar Männersachen ausprobieren. Hier zum Sport gibt es dann halt auch eine ganze Menge. Na, das hätte zu unserem alternden Musiker auch ganz gut gepasst, finde ich. Und so können sich Menschen hier ausleben und austoben, einen bestimmten Style zu entdecken. Man kann die Sims halt in alles Mögliche kleiden. Man kann sie dann halt einsetzen in ihrem Spielgebiet. Warum ist jetzt hier gerade so ein Ausrufezeichen dabei? Ach so, weil man jetzt Beziehungen in diesem Haushalt hat, die gemeinsam dann in ein Gebiet einziehen, ein Haus einziehen und dann gemeinsam auch den Haushalt bestreiten, unterschiedliche Jobs haben, meinetwegen auch zur Schule gehen und das Ganze dann halt nochmal etwas komplexer machen. Das ist ja nicht schlecht, dass man da so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Dann können wir jetzt zum Hauptmenü zurück, nachdem ich das doch wiedergefunden habe, und können unseren alternden Superstar nochmal spielen und können ihm dann entsprechend eine kleine Wohnung basteln. Wir haben ja jetzt nicht so viel Geld da übrig, aber ich kann auch nochmal das sozusagen das Bauprinzip zeigen. Man kann jetzt hier halt einen Raum anlegen, der dann halt Wände aufmacht. Nehmen wir mal an, wir bräuchten auch einen Eingangsbereich. Oh, das habe ich nicht gut gemacht.
Ich wollte eigentlich hier ein größeres Schlafzimmer hinmachen. Das heißt, wir müssten jetzt hier halt auch die Wand wieder wegnehmen. Achso, man kann auch erhöhte Böden machen. Das kann man natürlich. Wie kann man jetzt nochmal die Wand wegnehmen? So, genau. Bis hin zur Tür, zur Haustür muss man natürlich auch was Schönes finden. Edgar der Generöse, aha. Basteln wir hier doch noch mal ein bisschen einen Eingangsbereich. An den Bodenbelege hier das. So. Da können wir auch drinnen ein bisschen Terrakotta legen. Warum eigentlich nicht? Das brauchen wir natürlich aber auch noch. Hier hinten dann irgendwie eine Küche. Achso. Können wir dieses Mal auch ein kleines getrenntes Musik- und Arbeitszimmer hier bauen. Und dann hier vorne eine Küche mit Esszimmerecke. Vielleicht doch ein bisschen größer, so. Sehr intuitiv alles zu machen. Man kann hier drehen, den Raum drehen und wenden und so. Jetzt habe ich natürlich das hier kaputt gemacht. Das war natürlich sehr schlau. Aber es ist trotzdem sehr intuitiv wieder zu ändern. Könnte man so einen kleinen Innenhof machen, wenn man denn wollte. Und wir schauen jetzt mal nach einer Innentür. Nehmen wir einfach so eine pure, schlichte Holztür. Dann können wir hier ins Arbeitszimmer, hier aus dem Flur ins Schlafzimmer, hier ins Bad und hier in die Küche. So, das heißt, wir sollten mal anfangen in der Küche mit einem Herd. Der Leckerkocher, so. Abseits des Netzes funktionsfähig. Man dreht die Dinge dann halt mit der rechten Maustaste. Kann sie hier hin positionieren und kann hier, weiß nicht, eine schöne Theke hinbauen. Braucht natürlich auch einen Kühlschrank dann entsprechend. Den können wir auch noch gut machen. Ein Mülleimer wäre auch nicht schlecht. Boden. Rustikale Fliese, oder? Sehr schick. Und so baut man... Oh, das wollte ich nicht. Ich kriege das jetzt wieder weg. Ach, Y und Z ist vertauscht, deswegen... Küchengeräte. Das war ja unsere Billigkaffeemaschine. Ein Nahrungsvaporisator. So. Eine Mikrowelle. Wir bräuchten auch ein Waschbecken, ne? Kann das sein? Badezimmerwaschbecken? Nee. Die Erhabenheit. Oh. Jetzt haben wir aber leider keinen Platz, um irgendwas zu schnibbeln, ne? Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein Dunstabzug darüber. Und eine Lampe an die Decke wäre auch nicht schlecht, oder? Man weiß es nicht. Gaslaterne dazu mal. Ich weiß ja nicht.
Es gibt ein riesiges Sortiment und es gibt ein unfassbares Angebot an DLCs, das werde ich euch in der nächsten Folge zeigen, mit denen wir dann die verschiedenen Gattungen sozusagen, also mit denen wir dann die Sachen verbessern können und ausweiten können. Und am Anfang ist es dann halt eben so eine Basisversion. Man kann dann teure Küchengeräte und sowas einbauen. Da gibt es halt einen riesigen DLC-Markt dazu. Zwischendurch gab es auch mal gesonderte Anbieter, die das als Modding sozusagen integrierten. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr möglich. War natürlich geschäftsschädigend für Electronic Arts, ne? Ja. Und so, wie wär's denn nochmal mit dem Fenster? Wäre auch nicht schlecht, oder? Was hättet ihr denn für Fenster? Vierfach Markise. Oh, das ist ja unfassbar hübsch. Ja, also wir werden das jetzt auch nicht fertig kriegen, aber ihr seht halt, dass es eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, was auszugestalten. Wir sollten jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen Esszimmer-Atmosphäre noch schaffen. Achso, das war jetzt nicht über die Gegenstände gegangen, da muss man halt sich auch ein bisschen einfuchsen. Ein bisschen komisch sortiert hier, ne? So, nach Räumen, so rum. Esszimmer, wir brauchen Tisch. Quadratische Mahlzeiten, so. Nehmen wir mal die hier. Nehmen wir wenigstens zwei Plätze. Mal sehen, wen der überhaupt so zu sich einlädt. Vielleicht nochmal eine Dekopflanze. Ist doch alles ein bisschen düster in diesem Häuschen, ne? Ja, was könnten wir jetzt? Achso, wir könnten ja mal einen Proberaum. Was haben wir denn hier? Akustikgitarre Plim Plim. Das klingt doch nach ihm. Hier sind dann nochmal verschiedene Fenstertypen. Ach nee, das sind jetzt Gardinen. Warum habe ich jetzt hier keine Fenster im Angebot? Da muss ich wieder hier hin zurück, ne? So, der Künstler braucht viel Licht von draußen. Und brauche ich zur Gitarre auch noch was anderes? Weiß ich jetzt nicht, bin kein Gitarrenspieler. Wir sollten dem Ganzen vielleicht doch noch einen Fußboden verpassen, oder? Was kriegt er denn da? Einen Teppich? Flauschiger Plüschteppich. Geometrische Wellen. Ach je. So vielleicht. Schön psychedelisch. Was packen wir ihm denn ins Schlafzimmer? Dann können wir auch gleich den Teppich verlegen, oder? Das sollte doch das Schlafzimmer werden, ne? Ah, nein, das wollte ich doch nicht. Ja gut, Badezimmer werden nochmal Fliesen nicht schlecht, ne? Erstmal mit dem blauen Boden. Ach komm. Im Baumodus geht das natürlich nicht. Irgendwie Bürosachen. Mit den Büchern kann man sich auch fortbilden. Das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee. So.
gepostet hier. Ein Gummi-Aquarium. Die Grätengruft. Ein Zukunftswürfel. So. Hier spült es einem dann auch einen Esszimmerstuhl mit rein. Interessant. So, was ist das denn hier? Oh, das beste Geschenk. Aha. Weiß zwar nicht genau, woher wir das jetzt haben, aber ein Geschenk nehmen wir schon mal. So. Ach, ein Bett wäre auch nicht schlecht, oder? Reduzierte Doppelliege. Das Scheunisch. Ein Utopia-Bett. So viel Geld haben wir gar nicht mehr. Wir haben noch nicht mal ein Klo eingebaut. Das sollten wir vielleicht mal vorziehen, bevor uns nachher die Kohle dafür fehlt. Insofern ist das hier auch alles nicht beliebig. Der Botschafter. So. Edler Töpfchenstuhl. Ah, ich weiß nicht. Kommt bei Besuch bestimmt nicht so gut an. Ja, ich weiß auch nicht, was wir da jetzt nehmen. So. Dusche muss reichen. Achso. Waschbecken. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Wir bräuchten noch mal Lampen, ne, oder? Würde ich so sagen. Was nehmen wir hier für eine? Na, das ist ja ein tolles Bad. Ohne einen Spiegel. Nee, auf diese Seite hätte ich es gern. Das ist manchmal ein bisschen frickelig. Ich weiß nicht genau, warum das manchmal auf die falsche Seite setzt. Ist das jetzt richtig oder sitzt das daneben? Nee, das ist jetzt richtig. Okay, vielleicht nochmal einen Teppich, um das Elend der Fliesen zu überdecken. Wie wäre das? Ja gut. So, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Geld übrig für das Schlafzimmer. Das wird jetzt hier kein Vorzeigeschlafzimmer. Ich kann mich da stundenlang dran aufhalten, sowas zu bauen, aber das ist ja nur jetzt für den Vorführeffekt. Doppelbett Killer Queen. Das klingt doch nach ihm, oder? Das packen wir hier so an die Wand. Außenrum gehen kann man auch noch. Und dann können wir noch ein paar schöne Fenster einbauen. Eine Deckenleuchte. Oder Nachttisch vielleicht doch lieber. Ein Kistentisch. Ja gut, machen wir das doch. Und eine Lampe, die wir da drauf stellen. Wenn du denn das mal akzeptieren würde hier. So eine Lampe und dann noch irgendwie ein Nachttischgedöns. Sowas. Da die Sims ja alle irgendwie drauf zu gehen scheinen, wenn sie keinen Fernseher haben, sollten wir vielleicht das nochmal besorgen. Einen Fernseher. Na, das haben wir uns doch verdient hier, oder? So, jetzt haben wir hier Lampen. Im Probezimmer haben wir noch keine Lampe. Das ist ja nicht so gut, ne?
Mal sehen, was er dann da macht. Haben wir jetzt an alles gedacht? Ich weiß es noch nicht. Das ist ja auch so eine schöne Wolkenlampe ist ja auch gut. Ach so, Fenster, ne? Was machen wir denn jetzt mit den Fenstern im Schlafzimmer? Langgezogene Fenster mag ich immer gern. Glasmeister-Kombi. Ach, das Haus muss insgesamt höher sein. Ah, okay. Was? Größere Niveauhöhe? Oder meint der jetzt ernsthaft mein Niveau? So. Kätzchen-Eck. So, du bist doch mal genug, oder? Lassen wir das doch noch mal kurz anlaufen hier. Ich bin schon wieder bei 56. Ich habe mir das so gut eingeteilt diesmal, das will ich nicht wieder versauen. Speichern als... Der alte Guru. So haben sie den doch vorhin vorgestellt, oder? Schauen wir mal. Na, was sagst du zu deiner Bude? Ach so, programmieren wäre nicht schlecht, ne? Es fehlt noch irgendwie ein Computerchen, oder? Habe ich das wieder nicht ordentlich gemacht? Dann sollten wir ihm... Oh. Dann sollten wir ihm tatsächlich noch was reinstellen, wenn er programmieren soll. Das kostet aber auch alles was, ey. Ach man, immer ein zu weit. Der ungeduldige Typ hier. Ah, so. Und dann bräuchten wir jetzt noch was. Hoffentlich können wir noch irgendwie ein Gerät uns besorgen. Ja Gott, respektabler Mittelklasse-PC. So, dann kann er immerhin programmieren. Und ist dann hoffentlich jetzt endlich mal glücklich. Diese Sims sind so anspruchsvoll. So, geh doch mal rein da, Junge. Hör auf zu daddeln jetzt. Findet es schrecklich, was ich gebaut habe, die Tapeten. Gehen wir programmieren dann. Oh! Programmierguru Jesus. Er findet es wohl nicht so gut, wie ich das hier eingerichtet habe. Da muss man wohl noch ein bisschen mehr dran tun. Achso, das Regal steht natürlich nicht einfach im Nichts. Man kann hier die Wände wieder einblenden und dann sieht man, dass das Regal natürlich nicht direkt im Kühlschrank steht. Da sind ja die Wände dazwischen. Ja, er braucht Tapeten, ne? Das ist natürlich doof, wenn er sich so unwohl fühlt. Das wollte ich ja nicht. Wie streichen wir ihm die Wand? So? Purer Putz. Huh?
So, gefällt ihm das jetzt hier schon mal besser? Ich meine, wenigstens ist ein bisschen roher Putz. Oder? Die Tapete oder Böden sind irgendwie unschön. Das kann sein. Gemein zu einem Kind sein, weil er selber kindisch ist. Aha. Du hast es drauf. Er will selbstsicher werden, okay. Ja, das ist dann halt unsere nächste Aufgabe. Ein nächstes Eigenheim in unverputzter Grundausstattung mit Rigipswänden. Ja gut, ihr seht im Vergleich zu dem letzten Video, es lassen sich sehr unterschiedliche Sims erstellen, unterschiedliche Möglichkeiten. Es lassen sich Familien zusammenstellen, die voneinander genetisch Eigenschaften übernehmen und halt auch neu entwickeln. Es lassen sich Experimente machen, wie ich es vorhin in den Videos gezeigt habe, dass es halt Leute gibt, die da halt irgendwie, weiß nicht, Pools bauen, um Leute zu ertränken und dann, weiß nicht, mit dem Addon Geister zu erstellen, die dann halt weiterleben und solche Sachen. Deswegen habe ich auch versucht, mich nachzubauen in dem anderen Setting, da ein bisschen Eigenschaften zu finden durch die Geschichte, die man gerne hätte oder denen man sich nahe fühlt oder ein Begrüßungskomitee. Gehst du da auch hin, Junge, oder was? Stell dich doch mal lustig vor mit deinem abgründigen Humor. Irgendwann machen wir Pause. Gefangene Endlosschleife. Fehler 404. Manfred hat kein Händchen für boolsche Werte und Nullreferenzen. Sollte die Tastatur beiseite legen. Zugeben, dass er Programmieren nicht mag. Wer mag denn Programmieren nicht? Natürlich nicht. Jetzt kannst du dich erstmal unterhalten hier. Ein bisschen Besuch. Naja, deswegen habe ich auch versucht, mich nachzubauen und das halt ein bisschen rumzuexperimentieren mit diesem Charakter. Und das finde ich halt. Also jeder findet hier oder jede und jeder findet hier den, seinen oder ihren Spielstil und kann sich da ausprobieren. Baumeister, Dekorateurin, Socializer, Leute, die auf bestimmte Ziele hinarbeiten, wollen eine Million verdienen, keine Ahnung, dreistöckiges Haus besitzen mit Pool, Karrieristen, Optimierer, alles möglich. Und es gibt halt durch diese Veränderung durch die Zeiten in den Spielen, halt auch ständig einen neuen Take darauf, was eigentlich unsere Gesellschaft ausmacht und welche Geräte dafür nötig sind, wie zum Beispiel so ein Flachbildschirm und das Fernsehprogramm, was man denn braucht, um glücklich zu sein. Das war das, was ich euch im zweiten Teil zeigen wollte, diese technikkulturellen Aspekte der Geschichte. Okay, das hat ihm nicht so gefallen, das Gespräch, oder was? Geht er lieber wieder ans Handy. Und guckt fern. Und lässt den anderen draußen stehen. Ja. Ein großartiger Socializer ist das. Naja, schaut euch gerne noch das erste Video an, wo es darum geht, was der zeitgeschichtliche Take drauf ist, was diesen gesellschaftlichen Aufstiegsmythos angeht. Und sonst freue ich mich auf das dritte Video, wo es halt um die Geschäftspraktiken von Electronic Arts geht und wie diese Reihe so nach und nach in eine bestimmte Form gewachsen ist und Ableger bekommen hat. Das werde ich euch dann im nächsten Teil zeigen. Dann macht's erstmal gut, bleibt immer schön neugierig und bis zum nächsten Quickshot. Ciao.